Der Wiener Fotograf Manfred Baumann arbeitet momentan mit seiner Frau Nelly an seinem bislang emotionalsten Projekt. Ein düsterer Schwarz-Weiß-Bildband über das Huntsville-Gefängnis in Texas mit der höchsten Hinrichtungsrate der USA. Die Todesstrafe wird mit der Giftspritze vollzogen. Vor einem Jahr nahm der Fotograf den Kontakt zu Häftlingen im Todestrakt auf. Wir hatten in etwa so 40 bis 50 Todeskandidaten angeschrieben, was ja nicht einmal ein Zehntel davon ist, wie viele wirklich drin sitzen. Und alleine schon die Briefe, die wir bekommen haben und erhalten haben, haben also schon gezeigt, dass es ein sehr emotionales und umfangreiches Projekt sein wird. Auf der Reise nach Texas war ich noch ziemlich gelassen, aber die Nacht davor habe ich mir dann schon im Bett noch überlegt, oh mein Gott, was tue ich da eigentlich? Ich gehe in ein Gefängnis mit den gefährlichsten Männern aus ganz Amerika und mache Interviews mit denen. Und ich war da schon ziemlich aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen. Todeskandidaten führen ein tristes Dasein hinter Gittern. Der Besuch aus Österreich war eine willkommene Abwechslung. Die Gefangenen waren teilweise eigentlich von meiner Seite her sehr positiv. Sie hatten eigentlich Freude, dass sie raus durften aus der Zelle. Sprich, dass sie eine Stunde ihre 3x3 Quadratmeter verlassen konnten. Ja, also sie waren sehr happy und sie waren eigentlich sehr froh, dass sie mit jemandem sprechen durften. Es ist sehr, sehr berührend in den Gefängnissen, also sehr, sehr, sehr packend einfach, wenn man merkt, dass es dort Menschen gibt, die 30 Jahre eingesperrt werden und die, wenn man sie fragt, was für sie das Wichtigste ist, zur Antwort geben, dass sie jemand berührt. Wo ich dann gefragt habe, was heißt jemand berührt, sagt, das darf sie keiner angreifen, keiner berühren, keine Familie, keine Freunde, keine Wärter, die auch nicht mit anderen Gefangenen mehr oder weniger in Kontakt kommen, das heißt, die wirklich alleine sind. Und noch schlimmer habe ich dann gefunden und mehr oder weniger erdrückend, dass sie gesagt haben, meine Mutter oder meine Familie, meine Schwester dürfen mich erst berühren, wenn mein Körper tot ist oder wenn meine Seele draußen ist. Das ist der erste Kontakt, den er praktisch wieder mit Hinterbliebenen hat. Charles Chucky Mamou hat 1998 zwei Menschen erschossen. Im selben Jahr wurde er zum Tode verurteilt. 16 Jahre in Ungewissheit. So wie er warten viele unerträglich lange auf die Hinrichtung. Es gibt Gründe dafür. Manche sind unbegreiflich. Oft ist es so, dass vielen das Geld fehlt für den Anwalt oder für die Rechtsberatung. Und manchmal ist es aber auch einfach Willkür. Das heißt, sie sitzen und wissen nicht, wann sie hingerichtet werden und sie erfahren 90 Tage, bevor es soweit ist, eben dann, wann es soweit sein wird und beziehungsweise, dass es soweit ist. Und in den 90 Tagen haben sie noch Zeit, die Familie zu kontaktieren. Huntsville wird von 9 mächtigen Gefängnisbauten beherrscht. Die Todesstrafe ist allgegenwärtig. Und The Wall, der Hinrichtungstrakt, ist genau das Zentrum der 20.000 Einwohnerstadt. Also so wie bei uns der Stephansdom sitzt dort ein Gefängnis, wo die Menschen hingerichtet werden. Dass die Menschen dort, die dort leben, natürlich irgendwo alle damit zu tun haben, konfrontiert werden, aber auch ständig irgendwo Medien vor Ort haben, was natürlich ganz anders reagieren wie bei uns. Wenn man hier irgendwo in Wien was fotografiert, ein Gebäude, wird keiner was sagen. Und da war es einfach so, dass die Leute rauskommen sind und gesagt haben, was tut sie da, was macht sie da? Der Manfred ist ausgestiegen aus dem Auto und hat fotografiert und ist ein Mann zu mir gekommen, hat in die Scheibe vom Auto geklopft und hat irgendwie gesagt, was tun sie da? Und ich habe gesagt, ja, wir machen jetzt ein paar Fotos. Also man merkt einfach, die Stimmung in der Stadt ist sehr gespannt. Der Bildband wird End of the Line heißen. Denn auf den Fotos wird auch der letzte lange Weg vom Todestrakt, der außerhalb in Livingston liegt, zur Hinrichtung im Zentrum von Huntsville dokumentiert. Das war auf der einen Seite sehr viel Grün, sehr viel Natur, auf der anderen Seite sehr viel Kirchen und sehr viel Gebetshäuser, dann diese Kreuze auf den Häusern und ja, es ist sehr bedrückend irgendwie. Also ich könnte nicht sagen, dass das eine schöne Reise war jetzt in dem Sinn. Und man hat auch gegenüber vom Gefängnis zum Beispiel gibt es einen Burgerladen und da verkaufen die Killerburger. Also es ist schon, ja, sehr konträre Stimmungen und sehr konträre Menschen eigentlich, die in dieser Stadt leben. Die Strafe ist vollzogen und alles endet auf dem Joe Bird Friedhof. Ein Acker mit Kreuzen, nur mit Nummern, ohne Namen. Es war alles so würdelos halt und so respektlos irgendwie. Es hat nicht mal einen Zaun gegeben und ich habe das echt so traurig und so schlimm empfunden und das hat bei mir lange Zeit nachgewirkt. Für mich war es sehr schlimm eigentlich zu sehen, dass die 4 Löcher schon mit dem Bagger ausgehoben worden sind, einfache Bretter draufgelegt worden sind für die 4 Hinrichtungen, die praktisch jetzt in diesem Monat passieren. 2014 wurden innerhalb der ersten 2 Monate bereits 10 Menschen in den USA hingerichtet.
Die Frage ist natürlich auch, ob es Sinn macht, ein Leben für ein anderes in dem Sinn zu geben, oder? Weil an eye for an eye makes two people blind, das hat zum Beispiel Arnold gesagt, und ich glaube, er hat damit nicht so Unrecht. Obwohl man natürlich die Wut und den Zorn der Hinterbliebenen verstehen muss.